Lisa, die Harke, die stört das Geräusch. Da wirst du recht haben. Jetzt gucken wir mal, was das. Soll ich da einsteigen? Wie macht man den Ja, kannst du mal deine Flossen hier malen? Aha. Hä? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der. Hast du eine Bremse? Ja. Okay. Das ist sehr gut. Meine Garage ja, klar. Stellen wolltest, habe ich mir gedacht. Ja. Bis morgen. Bis morgen. Ja, mach's gut. Der Chauffeur muss sich ganz hier auf die Bedienung konzentrieren. Genau. Und ich muss natürlich beobachten und aufzeichnen. Aha. Ja. So, jetzt werden wir den Tachometer. Das sieht gut aus. Und der Tachometer macht doch gar nichts. Ja, der ist gerade vorhin, ist er mal. Nee, aber vorher hat er sich kurz bewegt. Keep it nice.
bin ich jetzt mal gespannt. Nun, Moment. Mit dem Zwischengas, das ist noch das, ja, ein bisschen das Problem. Ne? Moment, wo ist denn der Anlasserknopf? Ah, da! Mhm. Also haben wir Verwerte. Die gehen Kühlertemperatur. Ah, super. Das war ein erfolgreicher Vorgang. Knapp. Aber immerhin. Es riecht nach Gummi. Gib mir Gummi! Ein bisschen. Willst du ihn reinfahren? Ja. Der Peugeot ist gelandet. Dieser ruhige Motorlauf. Wahnsinn. Überhaupt keine Vibration. Nur der Tacho ist aufgefallen. Oh ja. Ja, der hat beim letzten Mal, das haben wir aber dokumentiert, hat er funktioniert. Hat er sich bewegt. Ja. So, ich würde sagen, das war eine erfolgreiche und lohnende Ausfahrt. Das Fahrzeug hat seine Eignung und Funktionstüchtigkeit nachgewiesen. Ganz genau. So, jetzt müssen wir nur noch den Benzinhahn wieder schließen. Aha, weil der sonst... Leer läuft, der möglicherweise. Aha, wo ist denn das? Ah! Das ja, da unten ist ja, das. Ja, da sehen wir das Corpus Delicti. Dann haben wir hier die Pedalerie. Ja. Mhm. Dann ist hier die Schaltkulisse erkennbar. Super. Das ist jetzt der Pour Amour, sozusagen der Leerlauf. Gut. Und Besondere ist aber, was ein bisschen tückisch ist, ja, das Gaspedal ist zwischen Bremse und Kupplung. Oh. Also so Gas geben und so bremsen. Eieieiei. Ja. Also ein ungeübter Fahrer heutiger Bauart landet am Baum. So ähnlich. Wenn da einer steht. Das ist ja, ich danke dem Chauffeur. Wackeren Chauffeur. Genau. Und wir werden sehen, wie weit wir demnächst bei der nächsten weiteren Ausfahrt kommen. Ja. Wir bleiben also auf dem Laufenden. Genau. Wir könnten jetzt auch Lenkrad und Pedale wechseln. Willst du mal? Nein, danke. ich habe ja meine Aufgabe, ich muss das dokumentieren. Keiner macht das so gut wie du. Und wir wollen auch die Weiblichkeit nicht zu lang stören in ihrer Gartenarbeit. Dann machen wir uns lieber rechtzeitig aus dem Staub, genau, bevor wir selber Hand anlegen müssen. Ja. Ich danke und schließe diese Dokumentation.